Hallo an alle Zuschauer und willkommen zu dieser neuen Sendung. Der Wind im Land dreht sich gerade und das kann, glaube ich, jeder Bürger merken und es merken auch die Regierungsparteien, die Parteien der Ampelregierung und vor allem auch die Grünen. Denn Robert Habeck ist ja wirklich extrem in der Defensive und die Grünen-Chefin Ricarda Lang bekommt nun zum ersten Mal so richtig zu spüren, was es heißt, wenn die Bürger wütend sind und damit kommt sie überhaupt nicht zurecht. Nein, das öffentliche Bild von ihr ist gerade ziemlich am Kollabieren, denn sogar in Niedersachsen, wo ja eigentlich praktisch eine Hochburg linker Parteien ist, sieht es für sie gar nicht mehr so gut aus. Bleibt unbedingt dran bei diesem Beitrag, um zu erfahren, worum es hier genau geht. Woran kann man wirklich sehr deutlich beweisen, dass die deutsche Ampelregierung extrem verzweifelt ist? Nun, sie will Geld ausgeben, welches sie gar nicht hat. Das fing ja alles schon an mit dem sogenannten Sondervermögen für die Bundeswehr im Wert von 100 Milliarden Euro. Und es geht jetzt weiter mit einer sogenannten Gaspreisbremse, die 200 Milliarden Euro kosten soll. Und das muss man sich wirklich mal durch den Kopf gehen lassen. 200 Milliarden Euro, wenn man weiß, wie groß ein Bundeshaushalt in der Regel ist, dann weiß man auch, was das für eine Dimension ist und ganz wichtig, man weiß, dass sowas nicht gesund finanziert werden kann und man hat ja das Kunststück fertiggebracht zu sagen, das wären jetzt keine Schulden, ganz wichtig, es ist ein sogenanntes Sondervermögen und den Trick, den sollten die Bürger doch wirklich mal versuchen, jetzt mal scherzhaft gesagt, zu sagen, okay, ich überziehe jetzt mein Konto irgendwie 100.000 Euro, geht natürlich gar nicht, alles nur Spaß, macht man und dann sagt man, das sind keine Schulden, das ist Sondervermögen. Also genauso arbeitet die deutsche Regierung und dass diese 200 Milliarden irgendwann ja auch Generationen nach uns wieder zurückzahlen müssen, wird komplett ignoriert, vorausgesetzt natürlich, das ganze System ist bis dahin noch nicht völlig zusammengebrochen. Denn genau das provozieren diese Politiker ja wirklich bewusst, indem sie dieses System so stark überlasten. Und warum eigentlich, ganz wichtig, nur um irgendwie durch den Winter zu kommen, um als Regierung sich ein kleines bisschen Zeit zu erkaufen. Denn genau das hat man bei Habeck ja gesehen. Hat er seine Gasumlage zuerst noch ganz aggressiv verteidigt im Bundestag mit dem Nachäffen des politischen Gegners, ist er jetzt grandios gescheitert, die Gasumlage ist weg und wir sehen jetzt auch ganz klar, was es wirklich bedeutet, bei den Grünen zu sein. Das bedeutet eigentlich nur noch Pleiten, Pech und Pannen und genauso geht es gerade auch einer Ricarda Lang. Denn in Niedersachsen waren die Grünen ja ganz lange prognostiziert über 20%, aber das stürzt gerade ziemlich ab, mehr dazu gleich. Doch lesen wir hier direkt rein in die Quelle Welt. Da heißt es nämlich, wenn die Grünen-Spitze auf die Wut der Gegenwart trifft. Und weiter heißt es hier, im Landtagswahlkampf schlägt den Grünen in Niedersachsen Protest entgegen. Die Umfragewerte sind im Sinkflug, Widerspruch und Trillerpfeifenkonzerte an der Tagesordnung. In der Hochburg Göttingen kommt es zum Showdown zwischen einer wilden anti-grünen Front und der Parteiprominenz. Und das ist wirklich ein Hammer, muss man sagen. Hier sieht man es, dieses ganze Bild der Grünen Partei und ihrer angeblichen Weltverbesserer wie Ricarda Lang komplett am Kollabieren ist. In Niedersachsen ist ja eine Hochburg, wo man klar sagen konnte, hier haben linke und grüne Parteien wirklich immer extrem viel mitmischen können, gerade auch als SPD-Hochburg, wo die SPD noch früher mehr oder weniger die linke Partei war. Jetzt wurden sie ja zwischenzeitlich von den Grünen abgelöst. Da hat man gesagt, okay, das wird bestimmt eine Wahl, die den Grünen extrem nutzen wird. Inzwischen sind die Umfragewerte eingebrochen und man muss sich jetzt schon freuen, wenn man überhaupt das letzte Wahlergebnis ein bisschen übertreffen kann. Wie gesagt, die Grünen kommen von 20% plus X in den Umfragen. Aktuell sieht es eher so nach 15-16% aus. Und man kann sagen, Tendenz eher weiter fallend. Wenn wir eben aus den Erfahrungen der Vergangenheit schließen, wie die Umfragewerte der Grünen immer waren, kann man schon davon ausgehen, dass die Grünen sogar noch schlechter abschneiden werden. Und eine ganz andere Entwicklung ist eben noch, dass die AfD massiv zulegt. Man glaubt es kaum. Im linken Norden Deutschlands, in Niedersachsen, ist die AfD auf dem Vormarsch und kommt jetzt in Umfragen sogar auf ein zweistelliges Ergebnis. Das ist wirklich unglaublich, weil die AfD damit in unmittelbarer Schlagdistanz zu den Grünen ist. Und das muss man auch erstmal schaffen im linken Niedersachsen. Das ist eben ganz wichtig anzumerken. Und warum ist es so? Das liegt wirklich an allen, also allen erstes natürlich daran, dass die Grünen an sich an Beliebtheit verlieren. Aber es liegt eben auch daran, muss man ganz deutlich anmerken, dass Politiker wie Ricarda Lang ganz klar zeigen, dass sie eben nichts mehr können, dass sie nicht mehr wissen, wie sie weitermachen sollen und jetzt aktuell ihre Ideologie weiter verteidigen. Man sieht es zum Beispiel sehr deutlich, dass Ricarda Lang sagt, es würden keine neuen Brennstäbe gekauft werden, also neue AKWs in Deutschland oder einen dauerhaften AKW-Weiterbetrieb, das wird es mit den Grünen nicht geben. Nochmal, angesichts der größten Energiekrise überhaupt wird sowas einfach geleugnet, dann braucht man sich nicht wundern, wenn man als Partei am Verlieren ist.
Und nun muss man etwas sehr Wichtiges ansprechen. Und zwar, jeder kann es spüren. Das ist wirklich extrem wichtig. Jeder in diesem Land kann mal im Land herumhorchen. Jeder kann mal mit seinem Umfeld praktisch darüber sprechen, was hier eigentlich gerade passiert. Und ihr werdet merken, die Stimmung ist wirklich am Kippen. Das merkt man eben nicht nur am Durchmarsch der AfD in allen Umfragen in allen Bundesländern. Das merkt man eben auch an der Wut auf die Grünen. Und warum diese Partei gerade am Kollabieren ist, das zeigt sich vor allem sehr deutlich an einer Sache, nämlich, dass man ganz klar sehen kann, dass die grüne Ideologie an der Realität scheitert. Also man sieht ganz klar, ein Habeck ist jetzt in einer Zwickmühle, wo man wirklich sagen kann, da kommt er nicht mehr raus. Weil erstmal natürlich mit dieser Gasumlage, schön gesagt, die Bürger sollen mehr zahlen, jetzt sogar so verzweifelt, dass man diesen Gaspreisdeckel, diese Gaspreisbremse durchkommen lässt. Aber im Endeffekt ist das alles nur erkaufte Zeiten. Die Bürger werden eben erkennen, dass es keine Lösung gibt, dass mit diesen irrsinnigen Sanktionen, diesem Wirtschaftskrieg gegen Russland, aber natürlich auch mit der grünen Energiewende, die gescheitert ist, mit dem Abschalten von Kohlekraft, mit dem Abschalten der Atomkraft und auch einer jetzigen Verweigerungshaltung, muss man ja sich mal vorstellen, dass man es immer noch sagt, man will es nicht haben, dass man jetzt das Atomkraftwerk in Niedersachsen immer noch abschalten will, obwohl man eben in dieser Lage ist, nur weil die Grünen Niedersachsen eben die eigene Klientel nicht enttäuschen wollen. Das ist wirklich extrem bitter für Deutschland und da braucht sich diese Partei eben nicht wundern. Und wenn man sich dann hinstellt, obwohl man eben die deutsche Energieversorgung selbst sabotiert hat, indem man sich mit Russland verscherzt hat, indem man eben die eigenen AKWs bekämpft hat, stellt man sich jetzt hin und bettelt die Bürger wirklich an, weniger zu heizen, weil der Gasverbrauch, der wäre ja so hoch, wir würden es nicht durch den Winter schaffen. Und tatsächlich waren führende deutsche Wirtschaftsinstitute jetzt auch schon davor, dass es wirklich so kommen kann. Das ist ein zentraler Aspekt, dass die deutsche Wirtschaft deswegen einbricht, weil uns mitten im Winter einfach das Gas ausgeht und aufgrund der Gasmangellage dann eben wirklich alles stillsteht. Und da muss man sagen, das ist eben das Werk der Grünen, das ist eben das Ergebnis, wenn man Menschen wie Ricarda Lang wirklich die Parteichefin bei den Grünen ist, in eine Verantwortung in diesem Land wählt, dass sie eben Parteichefin einer Regierungspartei ist, dass eben Minister wie Habeck, wie Baerbock das Sagen in diesem Land haben. Da sieht man eben, das ist das Übel in diesem Land und genau dieses Übel muss eben weg, deswegen sage ich auch ganz klar, die Landtagswahl in Niedersachsen sollte wirklich jeder Mensch hingehen und ein Zeichen setzen. Und meine Bitte, Leute, teilt wirklich dieses Video überall. Die Menschen müssen sehen, dass die Grünen gerade am Kollabieren sind und dass Widerstand, demokratischer Widerstand, jetzt Pflicht ist. Nun möchte ich noch einmal ganz direkt und persönlich werden und klar sagen, ihr habt es mitbekommen, ich habe es euch präsentiert, die Menschen, die wirklich diese grüne Politik kritisieren, die werden in diesem Land bekämpfen. Ihr alle wisst, dass ich erst Georg Restle anzeigen musste, den bekannten ARD-Moderator, weil er mich öffentlich eben als Rechtsextremist diffamiert hat, weil eben gesagt hat, ich wäre ein hartgesottener Rechtsextremer. Und ich habe euch ja gesagt, ich halte euch auf dem Laufenden, das mache ich natürlich auch. Jetzt ist tatsächlich meine Anzeige bei der Polizei, ich habe den Strafantrag unterschrieben. Jetzt muss man einfach abwarten, was die Staatsanwaltschaft dazu sagen wird. Ich kann nur so viel sagen, man weiß natürlich nie, ob es in diesem Land noch Gerechtigkeit gibt, aber ich finde es immer extrem wichtig, dass man sich wehrt. Denn was erreicht werden soll, ist ja offensichtlich. Man möchte es wirklich schaffen, dass Menschen wie ich eingeschüchtert werden. Und vor allem möchte man auch schaffen, dass bei so vielen Dingen, die gegen mich unternommen werden, irgendwann einfach mir die Kraft ausgeht, mir die Ressourcen ausgehen und ich aufgebe, damit es eben niemanden mehr gibt, der öffentlich diese Dinge sagt, die ich sage. Das ist die Strategie dahinter. Und deswegen danke ich wirklich von ganzem Herzen euch allen, die bewiesen haben, dass ihr eben hinter mir steht, die eben ganz klar zeigen, ihr wollt, dass es hier auf diesem Kanal weitergeht, ihr wollt diese Videos, ihr wollt freien Journalismus und deswegen unterstützt ihr auch meine Arbeit. Und das kann ich wirklich gar nicht hoch genug anrechnen, gerade auch in diesen wirklich düsteren Zeiten, wo viele Menschen sehr viele Probleme im Leben haben, dass ihr wirklich immer wieder zeigt, das, was ich mache, ist euch wichtig, das fördert ihr. Und deswegen wirklich von ganzem Herzen ein ehrliches Dankeschön an jeden, der meine journalistische Arbeit freiwillig finanziell unterstützt. Die Möglichkeiten, wie ihr das tun könnt, blende ich im Video ein, sie auch im obersten Kommentar unter diesem Video verlinkt und ich bedanke mich bei jedem Einzelnen, der sich dazu entscheidet, das jetzt noch zu tun, denn nur dank euch geht wirklich dieser Kampf für Freiheit und Gerechtigkeit und freier Journalismus auf diesem Kanal immer so weiter. Ihr könnt jetzt noch diesen Kanal abonnieren und die Glocke aktivieren, dann verpasst ihr kein Video mehr von mir. Ich freue mich sehr, wenn ihr das macht. Wir sehen uns zum nächsten Video wieder, Leute. Ich freue mich auf euch. Ciao.